Diese beiden Männer, Robert Elfers und Dr. Thorsten Fuß, machen gemeinsame Sache. Seit über 5 Jahren arbeiten sie Hand in Hand an allen Standorten der Elbland-Kliniken im interdisziplinären Gefäßzentrum. Warum das ein nahezu perfektes Zusammenspiel der Disziplinen ist, erklären der Gefäßchirurg und der Angiologe im Interview. Also vor 5 Jahren habe ich einen Partner gesucht. Ich war hier als Gefäßchirurg zunächst tätig und habe einen angiologischen Partner gesucht, der die interventionelle Versorgung der Patienten abdecken kann, und bin da auf Thorsten Fuß getroffen. Wir haben uns dann dazu in ein paar Gesprächen geeinigt über die Formalien und wie das Ganze nach unserer Ansicht aussehen soll, nämlich dass man ein Gefäßzentrum startet mit einem neuen Ansatz, nämlich einer gesamteinheitlichen gefäßmedizinischen Betreuung, das also loslöst von den alten Klischees der einzelnen partiellen Kliniken und patientenorientiert das zusammenführt zu einer Einheit, die auch noch standortübergreifend an den Elbland-Kliniken ist. Gefäßpatienten sind eine schwerkranke Patientengruppe. Das sind in der Regel komplexe Patienten. Das Gefäßsystem ist eines der größten Organsysteme, was der Mensch hat. Und da ist dann eben nicht nur das Bein betroffen oder die Halsschlagader oder die Bauchschlagader, sondern in der Regel ist der Patient insgesamt krank. Und wir müssen ihn sozusagen, wie gesagt, als Gesamtheit betrachten und auch die ganzen Nebenerkrankungen, die letztlich diese Gefäßerkrankungen getriggert haben, wie Bluthochdruck, Zuckererkrankungen, Herzmuskelschwäche und so weiter und so fort. Auch diese Krankheitsentitäten dürfen wir natürlich nicht aus dem Blick lassen, weil wir, wenn wir den Patienten gesamtheitlich behandeln, die Verweildauer verkürzen, das Gesamtergebnis verbessern und so im Sinne der Patienten- und Zuweiserzufriedenheit eine optimale Arbeit abliefern können. Das war eigentlich von Anfang an eigentlich vorgegeben, dass Radebeul und Riesa die Hauptstandorte sind, weil das ergibt sich einfach daraus, nur an diesen beiden Standorten haben wir sowohl einen gefäßchirurgischen OP-Saal als auch ein Katheterlabor. Meißen ist aber auch in dieses Gesamtkonstrukt mit integriert worden, sodass wir letztlich den gesamten Landkreis sozusagen, glaube ich, gefäßmedizinisch sehr gut betreuen können. Wir sind jetzt bei einer Patientenzahl von 1500. Am Anfang waren es so zwischen 200 und 400 Patienten, die wir betreut haben. Die Struktur zeigt eigentlich auch, dass wir auch über den Landkreis hinaus, wir haben nämlich 2 Kooperationspartner, das ist Torgau, das Krankenhaus dort, und Kamenz. Der Patient, denke ich, hat bei uns den Vorteil, gerade in den Elbland-Kliniken, dass er eine sehr individuelle Betreuung erfährt. Anders als an großen Zentren vielleicht, wo aufgrund von Zeitmangel dort bestimmte Dinge nicht möglich sind, ist das bei uns einer der Punkte, auf denen wir sehr Wert legen, dass der Patient individuell betreut wird bei uns. Wenn man es mal ganz plakativ sagt, sparen wir dem Patienten viele Wege und eigentlich unnötig Zeit, weil der Patient nicht von A nach B und nach C gehen muss, sondern A, B und C treffen sich am Patientenbett. Dadurch verkürzen wir einfach die Verweildauer. Bündeln die Kompetenz am Patientenbett, sodass auch die Betreuung des Patienten nicht mit dem Verlassen des Krankenhauses endet, sondern wir eben auch noch durch diese ambulante Präsenz auch noch eine engere Patienten- und auch eine Zuweiserbindung erzielen können. Mhm. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass wir permanent für unsere Ergebnisse, die wir im Rahmen der stationären Behandlung erzielen, auch ambulant gerade stehen müssen. Das ist auch nochmal ein erhöhter Anspruch an die Qualität, die wir selber auch leisten möchten. Mhm. Also wir treffen uns tatsächlich nicht nur im Elfenbeinturm in der Spitze, sondern wir arbeiten wirklich breit in der Basis zusammen. Und das ist das, was es eben für den Patienten sehr interessant macht, weil die Qualität dann einfach von Anfang an stimmt. Das macht es auch für den Einweiser sehr einfach, weil er muss nicht überlegen, muss ich den zum Internisten schicken oder schicke ich ihn primär zum Chirurgen. Er weiß, ich schicke ihn ins Gefäßzentrum und dann wird sich dort gekümmert und der Patient bekommt die Behandlung. Er spart dem Zuweiser unheimlich viele Anrufe, unheimlich viel Zeit, und das ist das, was wir eigentlich auch leisten wollen. Ich gehe jeden Tag gerne an die Arbeit und es macht Spaß. Das geht mir genauso. Das war ja unser Traum, das mal selber so zu gestalten. Mit unseren Vorstellungen als junger Oberarzt oder so hat man ja Strukturen immer vorgegeben gekriegt. Ne? Und man hat sicher auch gelernt, was man nicht möchte oder wie man sich das nicht vorstellt. Und aus diesen Vorstellungen heraus haben wir klar eine Struktur entwickelt, die uns beiden, glaube ich, sehr gut liegt und die wir
beide gerne weiter zusammen entwickeln werden, auch in der Zukunft. Ich glaube, das zeichnet uns als Zentrum komplett aus, dass wir eben kein Kompetenzgerangel leben. Es ist jeder in der Lage, sich auch zurückzunehmen und für das große Ganze zu denken und die eigenen Befindlichkeiten hinten anzustellen. Und das ist das, was das, glaube ich, angenehm ist. Wichtig ist auch.